zusammen. Heute machen wir mal so ein Unboxing-Video und dann schulde ich euch ja noch mein Weihnachtsgeschenk. Ich trage wieder meine Mönchskutte. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das anhabe und so einen Spiegel gucke, geht das eigentlich. Aber so über nur diesen Bildschirm... Himmel, Herrgott. Sieht das immer aus, als wenn ich ja so eine Mönchskutte ein bisschen anhab. Himmel, Moment. Die Erkältung ist so von immer noch Schnupfen, geht sie jetzt gerade in Husten über. Was ich teilweise sogar nerviger finde, weil ich Asthma habe und dadurch noch schlechter Luft bekomme. Also, aber es ist kalt, deswegen habe ich den dicken Pullover an. Und wir fangen jetzt mal, bevor wir zu dem Unboxing kommen, zu meinem Weihnachtsgeschenk, was hier immer noch steht, weil ich euch das zeigen wollte und dann immer wieder vergessen habe. Das ist was, was ich gesehen habe und dann unbedingt haben wollte. Und dann hatte ich das bestellt, weil meine Mutter kann natürlich online nichts bestellen. Und dann hatte ich das für sie bestellt, beziehungsweise für Heiko. Und Heiko hat es dann meiner Mutter gegeben und meine Mutter mir dann zu Weihnachten geschenkt. Und zwar ist das ein Pinselset von DH Cosmetics. Und Moment, ich mache das mal wieder zu, damit ihr das in seiner oder in der ganzen Schönheit seht. Und zwar sieht das so aus. Ist das nicht süß? Ich habe das gesehen, habe gleich gedacht, das musst du haben. Nicht nur wegen der Verpackung, sondern zeige ich euch gleich. Und die gibt es in verschiedenen Verpackungen. Das kostet 24,95 €, ist gerade im Angebot. Ich habe das auch im Angebot, wobei das trotzdem, naja gut, das sind 11 Pinsel, da kannst du schon wieder nichts sagen für 25 €. Und die sind synthetisch hergestellt, was für mich auch wichtig war. Ich brauche keine Echthaarpinsel. Und Moment, damit ich auch nichts vergesse. Genau, ich hatte das bestellt und nachdem ich das hatte, irgendwie eine Woche später, gab es ein Angebot, Pinselset oder irgendwas, glaube ich, kaufen, 15 € Bestellwert. Und dann kriegt man irgendeine 4er Lidschattenpalette gratis dazu. Da habe ich mich natürlich echt grün und blau geärgert. Aber ich fand es jetzt albern, das hier zurückzuschicken und nochmal neu zu bestellen, damit ich diese Gratis-Palette habe. Aber ich war echt kurz davor. Nun gut, also vielleicht sollte man da echt drauf achten, dass das irgendwie im Angebot ist und... Dann hat man natürlich wieder Angst, ne, dass es ausverkauft ist. Aber mir ging es eigentlich darum, ich besitze diverse Pinsel, aber nicht einen einzigen Blendepinsel, um die Lidschatten zu verblenden. Hab ich nicht. Hab ich nicht gefunden. Ich weiß, es gibt einen von, war das Evelyn? Ich bin durch sämtliche DM-Märkte gegangen. Ich habe bei Butni geguckt. Ich habe keinen Blendepinsel gefunden. Nachdem Weihnachten dann um war, ich dieses Set hatte, habe ich dann auch die Blendepinsel in Drogeriemärkten gefunden. Ist ja wieder typisch, ne? Und ich habe ein Set, das zeige ich euch auch mal, allerdings fehlen da ein paar Pinsel. Wenn ich das noch finde, wo ich das bestellt hatte, dann verlinke ich euch das auch nochmal unten. Und zwar kommt das in so einer Tasche, also das kann man dann zusammenrollen und zusammentüdeln und... Da sind auch relativ viele Pinsel drin, wie ihr seht. Und die fand ich auch echt schick. Aber kein einziger Blendepinsel. Diverse Lidschattenpinsel in verschiedenen Farben. Aber ich wollte richtig so einen schönen, fluffigen Blendepinsel haben. Und dann habe ich eben gegoogelt und dadurch bin ich dann auf dieses Set gekommen. Und das ist eben hier mit zwei so Nupsis verschlossen. Und dann habt ihr hier die Pinsel, also die kann man dann praktisch immer direkt da gleich wieder reinstellen. Und wenn ihr das nicht zumachen wollt, dann könnt ihr die nebeneinander stellen und hier noch ein paar andere Pinsel mit reintun. Und jetzt zeige ich euch, am besten zeige ich euch die einfach alle mal. Und ich blende sie euch jetzt am besten ein, ich glaube, dann könnt ihr das deutlicher erkennen. Wir fangen an mit dem kleinsten hier, das ist ein Eyeliner-Pinsel. Dann haben wir den zweiten hier, das ist ein Lippenpinsel.
Und das hier ist auch ein Eyeliner-Pinsel, allerdings ist der ein bisschen, ja, flacher und breiter auch. Dann haben wir einen angeschrägten Lidschattenpinsel. Da habe ich allerdings gemerkt, dass ich irgendwie zweimal den, ja, flachen Eyeliner-Brush habe, weil meine sind nicht angeschrägt. Allerdings habe ich das zu spät gemerkt und ich denke, jetzt kann ich da wohl auch nicht mehr reklamieren. Finde ich aber nicht weiter schlimm, weil ich habe noch nie einen angeschrägten Lidschattenpinsel benötigt. Bisher. Dann gibt es den kleinen Smudge Brush zum Smudgen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt übersetzt. Dann den klassischen Lidschattenpinsel. Und hier ist mein wunderbarer Blendepinsel. Oh, der ist so schön. Und die sind auch so fluffig, so ganz zart und weich. Nach dem Blendepinsel haben wir den Foundation-Pinsel, den Blush-Pinsel, den Puder-Pinsel und noch so diesen Fan-Brush, also diesen, ne, den großen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall liebe ich dieses Set. Ich finde das auch total schön hier unten, dieses Schwarze mit den rosa Pünktchen. Und wie gesagt, die kann man dann ganz toll wieder hier reinstellen. Und die sind so super weich, die sind echt so kuschelig, also richtig kuschelig. Da möchte man echt mit kuscheln. Und man kann die nach dem Säubern eben wieder sehr praktisch in diese Tüten machen. Das mache ich meistens, damit die Borsten eben schön in der Form bleiben und ich sie dann immer wieder hier zurück in diese Packung stellen kann. Dafür müssen die natürlich richtig ausgetrocknet sein. Und die sind so schön weich. Die sind echt schön weich. Und bisher kann ich von der Qualität her sagen, dass die super sind. Also ich verliere keine Haare. Ich habe echt Pinsel, so billige, ne, die teilweise irgendwo bei waren. Da hast du dann irgendwo so ein schwarzes Haar hängen. Und das geht gar nicht. Und bei denen bisher, also super Qualität. So, jetzt muss ich mal eben gucken, ob mein Essen fertig ist. Das ist nämlich im Backofen und wenn nicht, dann machen wir weiter. Ansonsten, na gut, für euch machen wir dann auch gleich weiter. So, ich habe den Ofen einmal ein bisschen runtergedreht. Dann möchte ich euch einmal noch zeigen, was mir die liebe Betty zu Weihnachten geschickt hatte. Sie hatte ja auch ein Video, glaube ich, gemacht oder zumindest erwähnt. Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich glaube, sie hatte den Tee in die Kamera gehalten. Ich weiß es nicht mehr. Und zwar habe ich bekommen von ihr einmal eine süße kleine Karte, dann eine, wie nennt man das, eine Schneeflocke, eine süße Schneeflocke, dann habe ich Haare, oh nein, das Parfüm. Jetzt kann ich euch bloß gerade nicht sagen, wie das riecht, weil meine Nase, wie gesagt, verstopft ist, aber irgendwie, siff ich mich gerade ein damit. Und zwar ist das von Sephora. Enigmatic. Enigmatic. Fand ich cool. Sephora war ich, glaube ich, einmal in meinem Leben oder zweimal. Lang, lang ist es her. Und da wir das ja hier nirgendwo haben, in meinem nächsten Kreis. Aber irgendwie sifft das jetzt gerade aus. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich es irgendwie hingelegt habe. Das heißt, der Pumper ist vielleicht nicht ganz korrekt. Ich weiß es nicht. Also schnell aufbrauchen. Und, nee, das ist kaputt. Das sehe ich jetzt. Dieses Röhrchen ist gesplittert. Und deswegen, hier geht es raus. Oh nein! Aber ich kann echt nichts riechen. Ich kann euch gerade nicht mehr sagen, wie es riecht. Also ich weiß, dass ich dran gerochen habe, als ich es Weihnachten bekommen habe. Und dass ich den Geruch ganz toll fand. Aber ich kann jetzt echt nicht mehr sagen, nach was das gerochen hat, weil es so lange her. Und ja, wie gesagt, im Moment rieche ich nichts. Dann hat die Süße mir eine P2-Palette geschickt. Ich habe ihr schon gesagt, die habe ich selber. Ich fand den Gedanken total niedlich. Aber ich besitze die Palette. So sieht die aus. Falls sie einer noch nicht kennt. Von daher muss ich mal gucken, welche vielleicht noch besser ist. Weil, ja, ich brauche ja nicht zwei Paletten, ne? Und vielleicht würde sich dann einer von euch
drüber freuen. Und ja, da muss ich dann nochmal schauen. Auf jeden Fall hatte ich mich natürlich auch schon bedankt. Aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, dass... ja, und ich wollte auch nicht nur ein Video jetzt über irgendwie 2 Minuten machen für diese Sachen. Und da habe ich gedacht, okay, dann machst du es irgendwann mal mit ein paar anderen Sachen zusammen. Und heute ist dieser Tag. Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten. Das habe ich jetzt erst vor kurzem in meinem Postfach gehabt. Beziehungsweise ich hatte eine Karte im Postfach, weil das Päckchen natürlich zu groß dafür war. Aber das hat ganz gut geklappt. Und zwar war es so, dass ich ja eine Fußcreme... Wie war denn das noch? Irgendwo war doch eine Fußcreme drin und die hatte meine Füße so gekühlt. Und das fand ich gar nicht gut. Und meine liebe Abonnentin Franzi hat sich dann gedacht, Mensch, ich hab da was, und hat mir dann eben dieses Päckchen geschickt. Und dazu habe ich auch noch eine Karte bekommen. Total süß, kommt ein Päckchen geflogen. Hallo. Darf ich das vorlesen? Ja, ne? Als du in deinem Unboxing erwähnt hast, dass du so enttäuscht warst, dass die Fußcreme kühlt, habe ich mir gedacht, die wärmende Creme ist das Richtige. Da ich keinen kleineren Karton hatte, habe ich dir noch ein paar Extras reingepackt. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Bei mir finden sie irgendwie keine Verwendung. Liebe Grüße auch an Heiko und Hanna, deine Franzi. Total süß. Der Butschi da vorne drauf. Ja. Und oh, jetzt fliegen die Pinsel hier erstmal in der Gegend rum. Ich packe das mal weiter weg. Dann fangen wir auch direkt mal mit der Fußcreme an. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Das werde ich glaube heute Abend gehe ich in die Wanne und dann werde ich die mal ausprobieren. Und ich kann leider nicht sagen, wie die riecht. Hier steht mit Jojobaöl von Fußwohl, von Rossmann. Probiere ich heute Abend nach dem Baden aus. Vielen Dank. Dann hat sie mir noch eine beruhigende Tagescreme von Rival de Loup dabei gepackt. Und dann, was ich echt cool fand, von Batiste ein Trockenshampoo in Cherry. Das habe ich, ich glaube, habe ich das bei Rossmann stehen sehen? Irgendwo habe ich das mal stehen sehen und habe immer überlegt, kaufst du das nicht? Aber ich habe noch ein Trockenshampoo und so oft brauche ich das nicht. Und dann habe ich mir gedacht, nein, lass es stehen. Und ja, jetzt habe ich das in einem, ja, ich denke mal, das ist eine Probiergröße und kann das super ausprobieren. Dann hat sie mir von Clinique eine Tagescreme Super Defense dazu gepackt. Ich mag Clinique ganz gerne, ist bloß immer schweineteuer, ne? Und deswegen kaufe ich mir das selten, weil ich ja meistens auch Cremes genug habe von den ganzen Boxen. Aber an sich mag ich Clinique als Marke eigentlich sehr gerne. Eine Haferaufbaukur für trockenes und strapaziertes Haar. Guck mal, ja, das kann ich genau gebrauchen, weil meine Haare sind trocken und strapaziert. Auch das werde ich am besten heute Abend gleich mal in der Wanne ausprobieren, ne, wenn ich die Haare gewaschen habe. Und dann hat die süße Maus mir noch 3 Nagellacke mit reingepackt. Moment. So, könnt ihr die sehen. Und zwar einmal von Catrice, ein ganz tolles, ja, so Mintgrün, würde ich sagen. Mintgrün, so zwischen Mintgrün und Türkis. Das ist die Nummer 240, Sold Out Forever. Ganz tolle Farbe. Dann ein knalliger Neon-Gelb-Grün-Ton von Maybelline, Colorama. Das ist Pow Green, das passt, Pow Green. Das ist jetzt was dann, wenn der Sommer kommt, ne? Und das wieder ordentlich Rums machen kann auf den Nägeln. Und noch so ein ganz schickes Gold-Orange oder Orange-Gold-Changierender Catrice Nagellack, das ist die Orange Bloom Nummer 47. Vielen Dank, Franzi. Mensch, ich habe dann echt gedacht, wo du sagtest, ja, für deine Füße und du schickst mir was, da habe ich echt gedacht, so, jetzt kommt ein kleiner Umschlag mit einer Fußcreme, habe ich dann gedacht. Ich habe es mir gedacht, dass irgend sowas kommt, irgendwas, was die Füße wärmt. Aber dass du gleich direkt ein Päckchen packst, damit hatte ich nicht gerechnet. Vielen, vielen Dank. Das ist nochmal so ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk für mich ein bisschen gewesen.
So, und jetzt gucke ich nochmal nach dem Backofen. Ich verschwinde immer aus dem Bild, ne? Es tut mir leid. Jetzt gucke ich nochmal nach dem Backofen. Und sonst machen wir den Rest gleich, weil ich habe noch ein Päckchen hier stehen. Und das habe ich zum Geburtstag bekommen. So, weiter geht's. Und zwar hatte ich Anfang des Jahres Geburtstag. Und die liebe, noch eine Franziska, hat an mich gedacht. Die liebe Erdbeerliese, ihren Kanal verlinke ich natürlich auch unten, wobei ich sicher bin, dass ihr sie alle kennt, hat mir ein Päckchen geschickt. So, wir fangen mal mit der Karte an. So ein Butschi. Huhu, meine liebe Sandra, ich bin zwar etwas verpeilt, aber ich habe dich natürlich nicht vergessen. Ich wünsche dir nachträglich nochmal alles Gute zum Geburtstag, frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Haha. Ich habe so eine schreckliche Schrift und bin zu doof zum gerade Schreiben. Naja, ich hoffe, du freust dich ein bisschen. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Viel Erfolg beim Sport, halte durch und mach mich neidisch. Das kann ich gar nicht, weil du siehst so toll aus. Du hast so eine tolle Figur und so tolle Haare. Ich wünschte, da könnte ich mithalten. Ja, das wird wohl nichts. Aber dafür habe ich auch ganz tolle Sachen jetzt von ihr bekommen. Und zwar erstmal 3 Yankee Candle Tarts. Oh Mensch, und ich kann euch da auch nicht mehr sagen, wie die riechen. Ich habe dran gerochen, als ich das Päckchen bekommen habe. Und warte mal, welche war meine Liebste? War das Vanilla Cupcake? Also ich habe Spiced Orange, Mandarin Cranberry und Vanilla Cupcake. Und ich glaube, die Vanilla Cupcake mochte ich am liebsten. Aber es tut mir leid, ich rieche wirklich absolut nichts. Es ist nichts, nichts, absolut. Ich habe Nasentropfen genommen, damit ich Luft bekomme, aber ich kann einfach nichts riechen. Aber die rochen alle 3 toll. Ich liebe diese Tarts. Und ich hatte ja auch so viele Sampler und die Sampler, die sind bei mir so wupp, und weg sind sie gebrannt. Und die Tarts, die halten so lange und die, ich habe schon von vielen gehört, dass sie Probleme mit den Tarts haben. Ich überhaupt nicht. Also von wegen, dass die irgendwie nur beim ersten Mal anzünden brennen und das kenne ich alles überhaupt nicht. Wichtig ist aber auch immer, dass ihr ein Teelicht habt, was ein bisschen Wumms gibt, weil ich habe jetzt auch gerade Teelichter. Das ist echt so eine Billigqualität, wo das Teelicht nicht mal gerade oben abschließt, sondern so eine kleine Kuhle hat. Und da ist dann so eine kleine Funzel und die schafft es nicht mal, dieses Tartgefäß so richtig aufzuheizen. Und da kann dann natürlich nichts duften. Also vielen Dank für die Tarts. Mit Yankee Candle kann man mich immer glücklich machen. Genauso wie mit Lush. Und zwar hat sie mir da den... diesen Snow Angel reingepackt, den einige vielleicht aus meinem Lush Halloween Weihnachtsvideo kennen. Und ja, das ist so eine Badebombe mit ordentlich Glitzer. Ich liebe Badebomben von Lush, die sind bloß immer so teuer. Deswegen ist das echt was, was ich mir nur ab und zu mal gönne. Und ja, von daher, ich habe auch keine mehr. Alles. Von daher, jetzt habe ich wieder eine. Vielen Dank. Dann hat sie mir ein Stück Seife dazu gepackt. Auch da kann ich nichts mehr zu sagen, jetzt, weil ich nichts rieche. Das habe ich jetzt, glaube ich, oft genug erwähnt, dass ich nichts rieche, ne? Aber das ist ein, ja, Stück Seife. Das ist ein Stück Seife. Ich denke mal, oder ist das, das ist Seife, oder ist das so eine Massagebar? Du kannst gerne nochmal unter dem Video kommentieren. Ist das jetzt so eine Massagebar oder ist das eine Seife? Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich weiß es nicht. Dann ein Magnet. Zuweilen macht es ja wohl nichts aus, wenn man seine Arbeit auf später verschiebt. Ja, kann ich bloß auf Arbeit nicht, ne? Dann macht mich mein Chef einen Kopf kürzer. Ich sag, komm ich heute, komm ich morgen. So, dann hat sie mir was, ich schätze mal, aus einer Mimi-Box reingepackt. Und zwar ein Rice and Milk Foaming Cleanser. Ja, Reismilch und dann eben ein Gesichtswaschzeug, Milchcreme. Dann von Burt's Bees ein Lip Balm. Das ist wie so ein Unboxing von einer Beauty Box, ne? Dann hat sie mir von... Was ist das? Anna Jahrke 04... Petal, würde ich sagen. So eine ganz tolle Farbe. Das ist echt so mein Beuteschema. So ein
Braun, also so ein helles Braun mit ein bisschen Rose Gold, wie nennt man denn das? Ich vergesse immer diese deutschen Namen oder überhaupt allgemein vergesse ich immer Namen. Weidenholz, Weidenhölzchen. Nee, wie heißt denn das? Rosenholz. Ein hellbraun Rosenholzton mit goldenem Schimmer von Anna Jahrke. Finde ich sehr cool. Und dann hat sie mir noch zwei Glitzernagellacke mit reingepackt. Einmal von Manhattan, die Nummer 10G. So ganz tolles Blau, Glitzer, Funkel. Klasse, der sieht echt gut aus. Und von China Glaze, das ist mein erster China Glaze Nagellack, in einem dunklen Funkel, Glitzer, Grau, changierenden. Ist das grau, schwarz? Ja, Glitzer, was ist das? Das ist Stone Gold. Also da scheint auch so ein bisschen Goldschimmer drin zu sein. Klasse, klasse. Also ich bin reichlich beschenkt worden mit 5 Nagellacken insgesamt. Und ja, also vielen Dank nochmal, liebe Franzi. Hab ich ja auch schon mich bedankt, ne, als das Päckchen damals kam. Du hast wahrscheinlich gedacht, die dumme Nuss, die macht nicht mal ein Video. Doch, natürlich. Bloß, du weißt ja, ne, ich bin immer nicht die Schnellste. Und von daher passt dein Magneten von wegen, man sollte das dann auf später verschieben, seine Arbeit. Guck mal. Der Burt's Bees klebt da dran. Sehr witzig. Aber natürlich mache ich ein Video, ne, wenn man mir schon was zuschickt. Ja, vielen Dank euch drei. Ich habe mich über jedes einzelne Päckchen riesig gefreut. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr mir Briefe schreibt. Mein Postfach steht unten in der Infobox. Ihr sollt mir keine Päckchen schicken, um Gottes Willen. Aber ich freue mich immer sehr, wenn ich mal Post bekomme, eine Karte aus dem Urlaub. Die finde ich immer besonders schön, weil ich so, ja, so Karten aus dem Urlaub, ne, wenn ich schon selber nicht in den Urlaub verreisen kann. Dann möchte ich wenigstens sehen, wo ihr dann so im Urlaub seid und wo ihr es euch gut lassen geht. Ja, das war mein ja, random Unboxing-Pinsel-Video und das werde ich jetzt schneiden. Morgen kommt die Douglas-Box. Ich habe die zwei Hauptprodukte gesehen und bin schwer begeistert, zumindest von dem einen Produkt, weil ich das bereits zu Hause habe und es liebe. Und jetzt habe ich auch genug gesabbelt, ne? Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank nochmal an alle und tschüss. Aber jetzt passt auf, was passiert, wenn ich auf den dritten Knopf drücke und das ist alles andere als beruhigend.